Santino Garcia da Parma war ein italienischer Lautenist. In Parma geboren, studierte er in Rom und kehrte nach Parma zurück, wurde dort Hoflautenist und wurde sehr angesehen. Sein Stil war etwas fortschrittlicher als der von seinen Kollegen zum Teil. Er legte nicht so viel Wert auf Polyphonie, sondern bevorzugte melodiöse Gestaltung. Und bei diesem Stück diminuiert er sehr stark. Also am Anfang werden ein paar Akkorde gespielt, die den Tanzrhythmus, den Galliardenrhythmus angeben. Und dann legt er los mit Diminutionen. Mit eitel Läuflein, wie man damals sagte. Scharfe Läuflein wollte man gerne hören. Und ja, andere Kollegen fanden das nicht so gut. Die fanden Polyphonie wichtiger. Und so entstanden halt verschiedene Stile. Scharfe Läuflein zu spielen war eine wichtige Sache für Lautenisten und konnte manchmal etwas zu viel werden. Michael Praetorius beschreibt das so: Wenn in einem Ensemble mehr als ein Lautenist ist oder Melodieinstrumentenspieler, kann es vorkommen, dass einer bei der Aufführung anfängt zu improvisieren, also Läufe zu spielen. Und dann versuchen oft andere Kollegen, die auch mitspielen, auch zu zeigen, dass sie geschwinde Läufemacher sind. Und das Ganze kann dann ausarten und etwas chaotisch werden. Praetorius sagt dazu: Zupper, das ist elend, lahm Ding. Für die Zuhörer ganz unangenehm und beschwerlich. Diese Gagliarda da Santino zeigt jedenfalls sehr schöne Läufe und zeigt auch die Intensität, die man damit anstrebte. Ottorino Respighi griff einige seiner Kompositionen auf und verarbeitete sie in seinen wunderschönen Suiten.